der liebe J mir geben, diesen Wunsch noch zu erleben. Wunschlos würde ich dann entschmieden. Macht Bote viele Krach und das ganze Leben schwach. Ach, ach, ich wär so gern ein Sexappeal. Sowohl von vorn als auch Profil. Ach, was wär det für ihn gefiel? Ein Sexappeal im Jabo-Stil. Von außen warm, von innen kiel. Zur Hälfte Sex, zur Hälfte Piel. Noch hab ich ein Hörerziel. Am liebsten wär ich Sexappeal und Siebenappeal und Achtappeal. Mir wär kein Piel zu viel, im Gegenteil. Doch. Wollt den Regisseur mir sprechen, täte er sich das erfrechen, könnte ich mir für alles rächen und wär nie für ihn zu sprechen. Holt man mir zum Film ab, vor der Aufnahme, ganz knapp, sag ich aus der Ferne. Stopp, stopp. Ich wär so gern ein Sexappeal, sowohl von vorn als auch Profil. Ach, was wird denn für ihn gefiel? Ein Sexappeal in Jahresstil. Von außen Kiel, von innen Kiel. Noch hab ich nicht erreicht das Ziel. Noch bin ich bloß ein Fünfappeal. Ein Vierappeal. Ein Dreiappeal. Dabei wäre mir kein Piel zu viel, im Gegenteil. Doch täte ich mein Ziel erreichen, würde mir kein Star mehr gleichen. Und ich würde niemals weichen. Jenny Hugo könnte man streichen. Lenkt die Jabo auf den Knien, hingestreckt und flehte sie. Lass mir oben noch ihr Knie. Nee, nee. Denn nun bin ich mal Sexappeal, sowohl von vorn als auch Profil. Und nun hab ich mal das Gefühl, am ganzen Körper Sexappeal. Zur Hälfte Piel, zur Hälfte Sex, ein echter Sexappeal-Komplex. Nun hab ich erreicht das hohe Ziel, am ganzen Körper Sexappeal und Siebenappeal und Achtappeal. Fast bin ich schon vom Sexappeal, das Gegenteil. Der leckert mir so, predigt Lüdrich an. Mein Emil hat ja keine Scham. Mein Emil, der sagt, so, ich bin noch nun dein Mann. Und ich möchte von der Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit dem Wort appetitlicher. Dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Geh zum Doktor, sagt er. Lass dich operieren. Ich lass mir nicht genesen, verpatzen. Wie in ihm seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett aus die Oberschenkel kratzen, wie Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat doch der Emil schon immer gewusst. Nur da hätte er mich eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse den Doktor bei der Miene Lust, wie Emil seine unanständige Lust. Die Emma von Meyers ging zu Dr. Feilschenfels und ließ sich auf hübsch operieren. Die dusselige Emma gab ihr ganzes Geld dafür. Und nun glaubt sie, könnte sie jeden Mann verführen. Nein, vermanscht in Charité. Sie war ja schon immer süß, aber nur das. Nö. Jetzt hat sie einen Bauch wie ein Kerl und einen Podex wie ein 16-Jähriger. Ich werde doch mein Leben nicht bei so einem Doktor gehen. Also,
nur immer nach. Und ich kann es nicht verstehen, dass die Männer so ein vermanschtes Ding gefällt. Aus Liebe ans Messer, da lach ich nur. Was ein echter Kerl ist, der will Natur pur. Und macht er nicht von selber Tamtam mit. Hilft bloß nur den Brusten.